Hallo meine lieben Freunde, ich sitze immer noch auf der Terrasse, habe mich jetzt dazu entschlossen, das nächste Video, also das jetzt, was ihr jetzt gerade seht, direkt weiterzudrehen nach meinem Service-Wüste-Video. Heute geht's um einen Tabak. Geraucht wird der in meiner neuen, noch jungfräulichen Ascorti Amore 2023. Es handelt sich um einen Tabak vom Pfeifenhuber. Und zwar der English Perrick. Unspektakuläre Dose, nur so ein bräunliches Orange. Unspektakuläre Dose. Jetzt werden sich vielleicht ein paar Leute fragen, was ist denn mit ihm los? Er ist doch gar kein Latakia-Fan. Jetzt kommt's nämlich, Freunde. Da ist gar kein Latakia drin. Da ist kein Latakia drin. Im Zuge dessen finde ich den Namen English Perrick so ein bisschen unglücklich gewählt, weil der Pfeifenhuber, der hat eine ganze Reihe English-Tabake, English bla bla bla, English Perrick, English didede. Und die haben mich alle abgeschreckt, eben weil ich Latakia zwar ab und zu mal mag, aber da reicht es mir, wenn ich in meiner Tabakbar, in der Tabaksammlung zwei Stück habe, wo ich drauf zugreifen kann, falls es mich mal da packt, dass ich mal einen Latakia rauchen möchte, dann reicht mir das vollkommen. Aber wie gesagt, kein Latakia drin. Was ist enthalten? Es ist Virginia enthalten, es ist Black Cavendish enthalten, ein Burley ist enthalten, Louisiana Perrick und Saire Flake. Was immer das sein soll. Wenn ihr es wisst, klärt mich auf. Ich habe das noch nie gehört. Schreibt es in die Kommentare, falls ihr Bescheid wisst. Und es ist, so sagt man, ein Perrick Casing obendrauf auf dem Tabak. Sprich ein Perrick Geschmack, der zusätzlich hinzugefügt wurde. Das heißt, Perrick Fans, so wie ich, kommen bei diesem Tabak auf richtig auf ihre Kosten. So. Gezündet wird jetzt einmal mit einem Feuerzeug, das viele vielleicht kennen, von Honest. Das ist das Honest Feuerzeug, vielleicht kann man es lesen. Das kriegt ihr, wenn ihr auf Amazon Pfeifenfeuerzeug mit Besteck oder sowas eingibt, kommt es. 15 Euro. Das kam so, dass ich beim Spazierengehen mit meinem Hund jetzt mehrfach nacheinander mein Besteck vergessen hatte und nur mit Feuerzeug losgerannt bin und dann mit dem Finger stopfen musste, und das mag ich immer nicht so. Deshalb habe ich mir jetzt mal sowas gekauft und dann beim Pfeifenhuber gleich noch ein Silver Match. Das ist das gleiche in grün. Ich hatte die Hoffnung, dass bei dem Silver Match der Pfeifenstopfer ein bisschen größer ist, weil der ist super zierlich. Es geht, aber es ist nicht der Heuler. Also, wenn man ihn wie einen Notfallstopfer benutzt, dann funktioniert er. Würde ich den jetzt als meinen Hauptstopfer wählen? Nein. Also das ist wirklich, es geht mit dieser kleinen Stopferfläche, aber als Notfallstopfer ja.
Jetzt wenden wir uns aber dem Star der heutigen Show zu. Also wie gesagt, ich kann diese beiden Feuerzeuge auch gerne mal reviewen, wenn Bedarf besteht, mache ich gerne. Also, wenn man in den Tabak hinein riecht, ihr seht, grober Loose Cut. Wenn man in den Tabak hineinriecht, dann riecht man förmlich den sauren Perique. Den riecht man recht stark. Oh, eine Süße schwingt mit, ganz deutlich. Und wenn ihr euch den Grundgeruch ein bisschen vorstellen wollt, es gibt ein paar Leute, die sagen Rosinen, ich sage ganz klar Feige. Das riecht so richtig nach Feigen. Richtig, richtig angenehm. Wie gesagt, das ist der Jungfernrauchvorgang von meiner neuen Ascotti. Den Tabak habe ich schon ein paar Mal geraucht und ich muss sagen, ich bin ja großer Perique-Fan. Und wenn man ein Perique-Fan ist, dann kommt man um diesen Tabak nicht herum. Er ist süß, er ist brotig, er ist nicht stark. Und gerade beim Retrohale durch die Nase, dieses Prickeln, dieses Spritzige. Er ist aber gleichzeitig überhaupt nicht aufdringlich. Süffig. Schmeckt sehr rund, süßlich, spritzig und doch mit einer soliden Brotigkeit, was dem Tabak eine gewisse, ja, Robustheit gibt, wie ich finde. Also es ist mehr wie ein leichter Virginia. Ist ein sehr komplexer Rauch. Man kriegt immer hier und da so kleine alle paar Minuten kriegt man so was leicht Schokoladiges mit vom Burley. Fantastisch. Fantastisch. Dieses leichte Prickeln in der Nase, die Süße im Mund. Angenehm süffig. Erfrischend. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Das hier ist mein All-Day-Smoke. Jetzt mal bis auf Weiteres. Für die Frühling- und Sommermonate. Für einen wie mich absolut perfekt. Ich mag's. Ich mag's. Ich mag brotige Virginias und viel Perique. Insofern ist das natürlich der Wahnsinn. Lungenzug, keine gute Idee. Dieser Tabak ist auch noch relativ preiswert. Es kosten 100 Gramm, die 100 Gramm Dose, 18 Euro irgendwas. Ich habe jetzt den genauen Preis nicht mehr im Kopf, aber 18,20 oder so war es, glaube ich. Also das ist für heutige Verhältnisse wirklich nicht mehr teuer. Also ich kann überhaupt nichts Negatives finden. Ich kann
ich kann überhaupt nichts Negatives finden. Es ist ein hervorragender Tabak, wenn man Perik mag. Weil, wenn man jetzt was gegen Perik hätte, dann schaut man da in die Röhre wahrscheinlich. Ascorti raucht sich wunderbar. Ja, Freunde, ich kann ihn euch nur wärmstens empfehlen, probiert ihn mal. Der Pfeifenhuber hat von so manchem Tabak, nicht von allen, aber hat auch von so manchem Tabak eine 50 Gramm Dose oder sogar Proben. Einfach mal hingehen. Mir ist dort sogar schon angeboten worden, mir mal schnell eine Pfeife zu stopfen, so zum Probieren. Der prickelt richtig im Mund. Angenehm. Also wirklich, wirklich toll. Stark ist er auch nicht. Der perfekte Sommer, Frühling, All Day Smoke. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ihr könnt gerne einen Daumen da lassen oder vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich freue mich. Das Abo ist ja der Applaus für den YouTuber. Dann weiß ich einfach, dass ihr den ganzen Krampf, den ich hier mache, auch mögt. Sonst spare ich mir den Schmarrn. Also, bis zum nächsten Mal. War übrigens eine Empfehlung von unserem lieben Angelo. Gruß an der Stelle, mein Freund. Ihr müsst ein klein bisschen zurückscrollen in seiner Timeline, weil das Video ist 4 Jahre alt. Aber ich bin sofort neugierig geworden und kann mich nur mehrfach bedanken für dieses tolle Review, weil ich jetzt total verliebt bin in diesen Tabak. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.